Was geht YouTube? Herzlich willkommen zur nächsten Episode im Road to Commander auf ganz entspannt Team Deathmatch. Warum? Ich wollte eigentlich Multiteam spielen, habe eine halbe Stunde Lobby gesucht, habe aber leider keine gefunden und es ist jetzt auch eine Uhrzeit, naja, es ist 1.39 Uhr, da gibt es einfach leider nicht mehr so viele Multiteam-Lobbys. Egal, was soll's, Freunde. Ja, herzlich willkommen, nächste Folge. Die letzten Folgen waren etwas vorproduziert und deswegen kann ich jetzt erst sagen, wie das Road to Commander bei euch ankommt. Und zwar überwältigend gut. Ich habe mit 20.000 Klicks pro Folge gerechnet, ich hätte niemals gedacht, dass ihr das so heftig toppt und dass ihr so hart am Start seid und Bock drauf habt auf das Projekt und so. Einige haben geschrieben, sie wünschen sich, ich werde niemals Commander. Und das Lustige ist, für die Leute, die sich das wünschen, ich werde sehr lange brauchen. Das ist nämlich eigentlich ziemlich einfach, weil ich ja diesen Fehler gemacht habe. Erstens habe ich einen Prestige-Account genommen, zweitens einer, der alle Herausforderungen hat oder die meisten Herausforderungen. Danke, mir ist jetzt schon wieder passiert, wie mit Anton neulich. Und drittens ein Unlock-All-Account, das heißt, die Chance, dass ich überhaupt gar nicht dazu komme. Oh, das will ich sehen. Also die Chance, dass ich. Also ich werde so langsam leveln, Leute. Also, weil einfach diese. Genau, die Waffenherausforderungen sind auch noch so ein Punkt. Das heißt, ich werde so extrem lange brauchen, bis ich Commander bin. Ich habe geschaut, Anton war bei Folge 9 irgendwie schon Level 33 bei ihm. Und das ist bei mir halt definitiv. Alles klar. Entweder hat er das verschossen oder er ist der beste Spieler der Welt. Bei mir ist es definitiv nicht so der Fall und dementsprechend wird das alles ein bisschen länger dauern, Leute, aber auf ganz entspannt, Leute. Ich hatte so heftig Bock, ey, das muss ich halt wirklich sagen, es macht mir so unglaublich viel Spaß, das aufzunehmen, ist wirklich krank. Also, dass es mir so viel Spaß macht, hätte ich wirklich niemals gedacht. Es ist echt heavy und es ist echt ein mega geiles Gefühl, Leute. Also, auf jeden Fall richtig, richtig stabil, Mann, ich freue mich. Dann ist der Sniper rumgehuscht. Hallo. Ah, ich wusste es irgendwie, wenn er jetzt kommt, dass es mir einen No-Scope gibt. Komm, gucken wir uns das einmal an. Ja, war nicht. Er hat immerhin so getan, als ob er reinscoped. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Serie wird wahrscheinlich etwas länger dauern, als wir uns alle so gedacht hätten. Weil ich halt selber Denkfehler hatte. Aber egal. Gut für die Leute, die sich drüber freuen, sage ich immer, ne? Whoop. Oh mein Gott, ich habe auch. Der. Also, ich hoffe, dass der Typ nicht hackt, der hier mal versucht, durch die Wand zu schießen. Boah, schön geschluckt. Habe ich richtig lecker geschluckt. Auf ganz entspannt. Okay, gucken wir mal, ob die jetzt hier kommen. Hello again. Okay, auf jeden Fall sind die da gespawnt. Wo seid ihr denn jetzt? Seid ihr schon weg? Alle weg? Okay. Also ihr seht schon, ich muss deshalb wieder ein bisschen reinkommen in die Aufnahme. Falls ihr euch übrigens fragt, wie ich mich einspiele, habe ich auch ein paar Fragen gesehen. Entweder ich gehe auf einen anderen Account. Ja, ich meine, die Runde ist jetzt hier komplett Bullshit. Aber entweder ich gehe auf einen anderen Account oder ich spiele gegen Bots. Das geht ja auch immer. Alter, ich habe gerade eben, die spawnen die hinter mir, ist so lächerlich. Ich habe gerade eben die ganze Zeit versucht, eine gute Multi-Lobby zu finden. Die ganze Zeit. Und ich habe einfach keine gefunden, Leute. Ey, ich habe sogar Abonnenten geaddet. Nein, hör auf, bitte hör auf. Ich habe sogar Abonnenten geaddet, um mit denen zusammenzusuchen, weil im Multiteam ist die Chance einfach größer, dann eine gute Lobby zu finden. Denkt ihr, es hat geklappt? Denkt ihr, ich habe eine gute Lobby gefunden in die Uhrzeit? No way, Alter. Du bist hier nicht weit genug geflogen, ist lol. Auf jeden Fall, ich habe mich dazu entschieden, heute die MSMC zu spielen, weil ich finde einfach, das ist die, ja, für mich ist es halt die geilste MP in der COD-Geschichte, weil ich mit ihr auch einfach am meisten erlebt habe. Und deswegen, genau, so ist es halt. Ich habe diese Waffe echt lieb. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich packe die heute einfach aus. Es ist irgendwie eine ganz komische Lobby hier. Irgendwie nur Sniper. Gibt auch nichts Schlimmeres, als gegen Only Sniper Lobbys zu spielen, weil das immer so ultra weird ist, was die immer so teilweise auspacken. Okay, kommt mal her jetzt. Okay, die kommen nicht. Okay. Bruder muss los. Natürlich kommen die, hä? Bist du oben? Er ist oben, okay. Er ist oben auf dem Balkon. Ein Teammate hat ihn wahrscheinlich, oder? Ja. Komm, jetzt snipen wir mal einen von denen. Wir zahlen es quasi zurück. Boah, das wäre so geil gewesen, wenn du denkst, ich hacke. Ah, okay. Ja, da war nicht drauf, natürlich. Ich habe ja auch die Theorie, dass man gegen eine 6-Mann-Sniper-Lobby, sogar wenn es die schlechtesten Spieler der Welt sind, keine Triple-Nuklear machen kann. Weil irgendwann wird dich einer snipen. Das ist ein Naturgesetz, glaube ich. Jetzt der eine lädt mich gerade ein von denen, die ich gerade geaddet habe. Ich hoffe einfach, dass die Jungs jetzt nicht nachjoinen, weil dann würde ich sie natürlich wieder löschen müssen, leider. Ich hoffe wirklich, das sind einfach korrekte Jungs, die das nicht nötig haben. Gut, dass ich hier so viel Thema zum Labern habe, weil gameplay-technisch ist hier natürlich nicht viel los gerade mit dem 12-5. Ich bin, also wirklich, das war eine sehr merkwürdige Lobby.
eine sehr merkwürdige Lobby. Ich habe keine Ahnung über die Laufwege, die wir hier gerade hatten. Ich habe noch nie auf Hijacked so wenig Gegner getroffen. Aber es ist halt so, wie es ist. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich immer noch Level, ja, 28. Das heißt, ich bin noch nicht bei Level 30. Wir sind schon in Folge 15, kann es sein ungefähr? In dem Bereich ungefähr. Es ist schwierig, das alles vorher zu sagen, weil manchmal könnte es auch sein, dass ich ein Video dazwischen schiebe oder so. Und deswegen ist die Kamera gerade, ne? Ja, die ist gerade. Okay. Genau, Leute. Deswegen gucken wir. Wow. Die EP. Habe ich ja richtig gegained. Die EP, Alter. Genau, MSMC, Hardliner, Zähigkeit gehört in Extrembedingungen. Ja, die Klasse macht Sinn. Oder wir machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ohne C4, ne, habe ich aber keinen Bock. Oder ohne Extrembedingungen mit dem dritten Aufsatz. Ich glaube, wenn ich jetzt hijack, kommt nochmal hijacked. Ja, da brauche ich eigentlich keine Extrembedingungen. Da könnten wir ja mal gucken, ob da noch irgendein. Ah, verdrückt. Ob hier noch irgendein dritter Aufsatz Sinn macht. Schnell ziehen, aber da will ich mich gar nicht dran gewöhnen. Nee, eigentlich braucht man gar nichts. Okay. Komm, packen wir uns die extreme Dinge. Ah, nein, Leute, wir haben Taktikmaske freigeschaltet. Ja, dann packen wir uns das natürlich ein. Das ist eigentlich eine ganz nice Klasse. Jetzt kriege ich natürlich die Sniper in mein Team. Oh, diese Teamaufteilung. Jetzt laden die mich die ganze Zeit ein. Ich habe, ja, ihr seht den Namen gar nicht, von dem der mich einlädt. Ja, die Lobby wird trotzdem passen, auch wenn jetzt die Tryhards im Gegnerteam sind. Wenigstens die Sniper bei mir, Alter. So, hijacked. Lonely, I am so lonely. Als ob ich jetzt so richtig traurig wäre. Also wirklich, Leute, ich bin zurzeit irgendwie in so einem komischen BO2-Fieber. Ich schaue mir auch fast nur noch irgendwie alte Live-Comps an und so. Ich weiß gar nicht, in was für einem komischen Modus ich gerade bin, Leute. Das ist ganz komisch. Also in dem Modus war ich echt lange nicht mehr, Leute. Also BO2 ist gerade so absolut, keine Ahnung. Ich zock halt nebenbei noch ein bisschen Fortnite. Das sind so gerade meine beiden Games, so der größte Kontrast in der Gaming-Geschichte. Aber man muss sich auch mal gönnen, ist ja mein Motto. Okay, ich bin jetzt hinter denen. Okay. Alles klar, Digga. Das gibt's nicht, Leute, dass ich dieses Play nicht geschafft habe. Crank shit. Okay, er ist nicht da. Ich weiß ja, dass er jetzt hier spawnt. Ne, er hat es gar nicht geschafft, Taktik-Einstieg zu platzieren, oder? Wir müssen echt aufpassen hier, ey. Ne. Danke. Wir müssen es einfach ganz entspannt so runterspielen. Bevor wir den da wieder auferstehen lassen, ey. Der Sniper ist da. Ihr habt ihn vielleicht gesehen. Okay, das war veraimt des Todes, Alter. Mann, dieser Deuce, Mann. Hör doch auf zu snipen. Ich liebe MSMC, ey. Das ist so eine geile Waffe. Wahrscheinlich, oder? Okay, der Sniper ist wieder außen. Okay, komm, egal. Wir challengen ihn. Nee, machen wir nicht. Oh! Wo ist der Taktikeinstieg? Das ist die große Frage. Alle anderen Fragen auf der Welt brauche ich mir nicht zu beantworten. Außer, wo ist der Taktikeinstieg? Hier. Er wollte ihn. Ah, er hat ihn noch platziert. Komm, spawn schnell. Okay, er hat abgebrochen. Ah, stimmt. Dieses Abbrechen ist natürlich lächerlich unfair. Okay, er ist durch die S-Mine gestorben. Gucken wir mal, ob wir jetzt in den Spawn schauen können. Müsste eigentlich gehen. Ich höre hier immer noch eine Schockladung. Die müsste jetzt schon ziemlich lange hier platziert sein. Okay. Ich musste auch bei einem Kommentar richtig lachen, Leute. Weil einer hat geschrieben, ich kriege keinen Fallschaden wegen Leichtgewicht. Wie kannst du das immer noch nicht wissen im Jahr 2019? Und das ist mir auch aufgefallen, Digga. Ich check auch nicht, wie ich das nicht wissen kann. Ja, okay, gut, das war sehr offensichtlich, was ich gemacht habe. Aber die Runde geht wenigstens mal ein bisschen. Oh, nicer Spawn, Marcello. Die Runde geht wenigstens mal ein bisschen ab. Okay. Aha. Aha. Konnte man leider nicht durchschießen durch den Tresen. Ja, okay, 14-4 immerhin, ey. Muss ich mich ja schon richtig drüber freuen, gerade. Boah, ich war mir sicher, dass da einer sitzt. Okay. Einer hier, ja, Sniper. Boah, Digga. Er hat eh Taktik-Einstieg. Weg hier. Oh mein Gott, Alter. Wie ist der jetzt schon wieder gestorben? Durch wen? Aha. Okay, der will hier durchschießen. Okay, oder einfach durch den. Das erklärt einiges, Freunde. Das erklärt einiges. Ah, ja, also, ich sollte einfach um die Uhrzeit nicht aufnehmen. Da habe ich auch gelesen, einer hat geschrieben, ich jammer immer so viel. Und er hat natürlich recht.
Aber Digga, ich habe schon immer gejammert, wenn ich COD-Videos gemacht habe. Das ist nichts Neues. Okay, die Gegner haben jetzt Streaks. Das ist ein bisschen belastend. Wow. Ist so offensichtlich, er wird mich so snipen. Das ist wieder so eine Szene, das braucht man nicht zu verstehen, das kann man nicht verstehen. Er kann da in der Sekunde nicht so ein Aim haben. Das war wieder dieser Noob-Moment. Ich spiele die Lobby auch einfach falsch. Ich müsste ganz anders spielen. So, der spawnt jetzt hier. Ah, war wieder sehr offensichtlich. Dieser Deuce, Mann. Deuce der 13. laut seinem Namen. Gibt also schon 12 davor. Wahrscheinlich sein 13. Account. Sein 13. Prestige Master Account. Boah, das wäre heftig. Ja, diese Lobby müsste man eigentlich so spielen. Ich glaube, der Typ sitzt hier immer noch, oder? Wo sind diese Schockladungen, die ich jetzt schon die ganze Runde lang höre? Das ist für mich wirklich ein Phänomen. Frage ist. Er wollte noch einen platzieren. Okay, entweder die spawnen jetzt hier. Komm mal, bitte. Mann, das gibt's doch nicht. Einer campt wieder hier, das ist der mit Remington. Komm her. Ich habe aus Versehen meine Primärwaffe eingetauscht, ich Idiot. Egal, ich habe eine Pistole. Man braucht keine Primärverwendung. Ah, er hat's richtig perfekt gemacht. Muss ich ihm ehrlich lassen. Wir verlieren sogar, GGs. Er ist hier. Wir verlieren einfach. What the hell? Nein. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Einfach TDM verloren. Ah, geil. Geil. Egal, muss auch solche Folgen geben. Kaum EP gemacht. Ich glaube, Spielbonus kriege ich eh nicht, oder? Lull, was habe ich gemacht? Lull. Hä? Kann man an diesem Moment nicht mehr quitten? Alter, wie wenig EP habe ich gemacht? Alter, Leute, das RTC mit 50 Folgen. Also realistisch an diesem Punkt würde ich sagen 50 Folgen. Also noch über einen Monat ab jetzt. Läuft, Freunde. Road to Lebensende, Alter. Mann. Standoff mal eine Runde. Hijack läuft auch oder es läuft nicht, so ist es halt. Ich meine, klar, ich eine Zweierquote so. Es gibt sogar einen Typen, habe ich gesehen, der rechnet immer die KD aus. Ehrenmann. Hier, die beiden. Suchen die mich jetzt oder was? Oder spielen die zusammen? Die beiden habe ich geaddet. Ich hoffe, bis zum heutigen Tage sind sie mir nicht mehr nachgejoint. Das kann nicht sein. Da müssen wir nochmal eine gute Runde abliefern. Nee, mit MSMC. Das wird der Waffe nicht gerecht, so. Es wird einfach nicht gerecht. Aber so ein. Ich meine, der hat wahrscheinlich so eine 1-4er KD hier. 1-2-6. Aber es ist halt so einer, der sniped halt only, Alter. Okay, gut, sein Account ist auf jeden Fall auch hochgemoddet. Das macht sonst keinen Sinn von den Statistiken her. Na gut, Standoff, Freunde. Standoff, Standoff, Standoff. Da läuft's auch immer. Wenn es jetzt auch auf Standoff nicht läuft, dann bin ich auch mit meinem Latein am Ende, wie man so schön sagt. Dann weiß ich es auch nicht, was dir das Problem ist. Standoff, Standoff for the Champions. Ich glaube, das habe ich schon so oft im Loudscreen gesungen von Standoff. Ohne Scheiß. Come on. Kirgistan, let's go. Kirgistan, Grenzstadt Kirgistan stand da, ja. Ich liebe Standoff, man, es ist so schön hier zu sein. It's so nice to be here. There is a Gegner for me. Where are you now? Sag bitte nicht, dass hier. Och Mann. Komm. Nicht verzagen, Marcel fragen. Der MSMC auf manche, auf so Midrange muss man schon aufpassen. Okay, come on. Wir müssen schlau spielen. Wenigstens mal ein Orbi hier spielen. Das kann ja wohl nicht sein, ey. Heiliger Strohsack. Kommt da jetzt einer und snipe mich?
Komm, wir machen jetzt einfach auf Risky, Alter. Die dummen Laufwege. Es war so dumm, wie ich gelaufen bin. Wirklich wie so ein Bot. Ja, die könnten Tankstelle spawnen. Wobei, Eiswahl versuche ich jetzt noch. Das wäre so ein, wenn ich da jetzt gestorben wäre gerade, ne? Ich hätte, glaube ich, geweint. Die snipen hier gegeneinander, alles klar. Oh, 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 oh. Hey, gib mal her hier. Man weiß ja nie, vielleicht braucht man diese wunderschöne Waffe hier eines Tages. Ich weiß doch nicht mal, wie man hier den Aufsatz ändert, aber egal. Aha, ich weiß nicht, wie das passiert ist, keine Ahnung. Hey, what the hell? Wie ist das passiert? Alles klar. Jetzt kommen die von hier mit normaler Waffe, kann ich jetzt gucken? Ah, da war einer. Hui, ich dachte nicht, dass er mich so hart anschießen wird. Okay, warte mal, ich bin hier im guten Team eigentlich aufgeteilt. Weil der Typ hier dürfte eigentlich nicht wissen, dass... Okay, der ist down, das heißt, jetzt kommen die... Oh Gott, Bruder muss komplett los, Alter. Okay. So, jetzt bin ich eins vor Orbi. So. Okay, dieses dumme Hybridvisier, ich muss damit aufhören. Okay, die sind jetzt hier oben. Ich versuche einfach durchzurushen. Oh mein Gott. Ich habe so den Reflex gehabt, Leute. Ich habe ihn mir so antrainiert. Nein, ich wusste es. Als er vor mir stand. Ah, 25 Punkte vor Orbi. 25 Punkte. Manometer, ey. Es war so crispy clear, dass das passiert. Mein Standoff ist einfach so schön. Nein, ich wollte das Auto sprengen und vielleicht noch zwei mitnehmen. Alter, dieses Scheiß mit ihrem MGs, ey. Ich muss richtig rennen. Dieses Scheiß! Jetzt ist das Auto explodiert, alles klar. Ah, oh, das ist noch einer. Oh mein Gott, das war so perfekt. Okay, wir laufen jetzt. Versuchen, dass wir jetzt nicht von hinten sterben. Sehr schön. Ja, die Runde kann man sich auf jeden Fall geben. Er ist nicht gestorben, Leute. Der Tag, an dem er nicht gestorben ist. Er hat sich nicht mal geschämt. Oh, jetzt habe ich... Eieiei. Digga, die laden mich jetzt die ganze Zeit ein, machen Dauer-Orbi. Ja, ich mache auch Dauer-Orbi in einer guten Lobby. Die Lobbys sind das Problem, Bruder. In der guten Lobby macht jeder Dauer... Kennt ihr solche Szenen, Leute? Bitte sagt mir, ihr kennt das auch. Okay, die spawnen nicht hier. Alter, meine Nase juckt gerade zu brutal, wirklich. Ich hab so Nasenjucken habe ich noch nie gehabt. Wusste ich's gar. Okay, warte mal. Ach du Scheiße, boah, das war wirklich gerade krank. Also so ein Jucken habe ich, glaube ich, so, das kenne ich gar nicht. Oh, Digga, der Teammate ist so ein... Nein, wieder das Gleiche. Mann, MSMC war leer. Dass ich mir keinen Plünderer freigeschaltet habe, war wirklich der größte Fehler meiner Gaming-Karriere, ohne Scheiß. Das war ja wohl so blöd von mir, dass ich das nicht gemacht habe. Mann, das gibt's doch nicht. Wie kann mich der... Fairer Spawn im Übrigen für ihn, wenn er noch hier ist. Oder wahrscheinlich holt er mich aber nochmal, oder? Juckt ihn wahrscheinlich gar nicht. Okay, hier ist noch einer. PDW haben sich auch einige gewünscht. Machen wir einfach in der nächsten Folge dann, würde ich sagen. Ich wusste, ich habe ihn gesehen. Ich wusste es, ey. Wenn wir Glück haben... Na, okay. Immerhin 22 zu 4. 5er KD ist okay. Ja, Leute, lasst mir gerne ein Like auf das Video da. Würde ich mich drüber freuen. Bisschen MSMC-Action. Die letzte Runde war jetzt eigentlich ziemlich nice, würde ich sagen. Checkt auf jeden Fall die letzten Folgen gerne ab. Wir sehen uns morgen natürlich in der nächsten wieder pünktlich. Haut rein, bis dahin und ciao.